Hallo, hallo und willkommen bei der neuen Folge von Scrap Mechanic! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir legen auch gleich los, liebe Xilanista. Und wir fangen heute mit den Michela an. Hallo! Hallo, schön! Hallo! Und da steht schon was. Genau. Was du zeigen möchtest, oder? Ja, klar. Okay, ich hüpfe mal rein. Denn das Ding habe ich schon gesehen und das ist wirklich geil. Ah, wartet, nehmt mich mit. Ah. Ja, mach. Ja, Moment, ich lagge ein bisschen. Ich muss jetzt. Ich komme nicht rum. Wartet, ich krieg das hin. Moment. Hinsetzen. Ich hab's geschafft. So, Los genau. geht's. Aha, kann 4 Leute mitnehmen. Sieht sehr nach einem Militärfahrzeug aus. Ist es auch irgendwie. Okay. Huch. Aha, mit Düsen. Das sieht Guck lustig aus. mal, guck mal, wo ich bin und wo du bist. Ich hänge am Baum. Kraft aufkommen, wenn man so eine 90-Grad-Steigerung fährt, dann ist es ein bisschen schwer. Und Es wenn man fliegt. dann Motoren auf Vollpower hat, dann ist das ziemlich blöd, weil die Motoren sind dann halt dauerhaft so stark und das ist dann. Ja. Das ist ja krass, wie Wie das geil so der da hoch fährt, hochgeht, ja. gell? Und auch wieder Ja. runter. Und auch Also dadurch, ich dass habe es kein knicken Fahrzeug, wo ich kann. mehr stolz drauf bin als auf das hier. Also das ist schon Ja, richtig das krass. Ding ist cool. Das sieht auch witzig aus, wenn es dann so einfach Ja. so. So ein bisschen Was so tue sich ich so da? Weil es durchwellt. so breit ist, fliegt das nie um. Fast nie. I need. Fast Perfekt für nie, dich. okay, fast nie ist schon mal schlecht. Ich hänge am Baum. Nee, wir fahren. Okay. Und ganz so langsam ist es auch nicht. Nö, es kriegt schon Ja. ganz schön Speed drauf. Okay. Bleib mal stehen, ich muss jetzt tatsächlich mal fahren. Haha. Okay. Mach's nicht kaputt, lieber, hoffentlich. So, jetzt ist die Du musst. Frage. So. Ja. Okay, eins. Ah ja. Hoffentlich sterben wir nicht. Zwei. Ich drück die Daumen. Drei. Ja. Vier. Fünf gibt's nicht, okay. Juhu. Das Blöde ist, dass Miep, ich halt miep. auch so ein bisschen rumlegge. Nein, Hui. Baum, Baum! Hä? Natürlich. Okay. Bei so einer Steigung hier könntest du auch hochfahren. Oh nein, Xia, die fährt. Hä, wie komme ich rückwärts? Achso, da muss ich wahrscheinlich die Dinger auf. Hä? Ich bin mir nicht Ja, sicher, ob da hast du jetzt. recht. Yeah, Speedy Gonzales. Ich wollte doch eigentlich den Berg Hui. hoch. Juhu. Das Ding ist Boing. cool. Da vorne mal hoch, die Oh, Steigung. Hier rechts. Hänge ich jetzt wieder am Baum oder nicht? Ich bin mir nicht Ja, sicher löst mit den aus, dann Lecks. kannst du schneller rückwärts fahren. Aber es geht auch so. Die Hupe Die fehlt, Hupe ja, da ist fehlt. was dran, Ja, ne? stimmt. So ganz dunkler Wieso stehe Ton. Nee, was Jetzt Kleines so. plötzlich andersrum, oh Mann. Ja, das passt aber trotzdem irgendwie gar nicht so. Ja, deswegen. Ja. Oh, geil geflogen. Also bei mir So ein zumindest. krasses Fahrzeug, die total hart ist. Und dann so, piep, Ja, genau. piep. Ach je. Das ist lustig, wenn man hier so quer am Berg lang fahren kann. Ja. Ich fahre wo ganz anders als. Dann könnt ihr das nochmal fahren, wenn ihr wollt, später Ja. oder so. Ja. Okay, Dann ich hänge stimmt's. tatsächlich an dem Stein fest. Ich bin bei mir auf dem Bildschirm voll am Berg rumgefahren. Yeah, geil. Und eigentlich hänge ich an dem Berg. Dann speichert euch das in den Daten, falls ich das los bin. Ja, genau. Jetzt fährt es davon. Wieso fährt es Bestimmt davon? nicht. Nicht? Habe ich ihn geliftet? Ja. Ja. So, ich warte so. Ich hoffe, kein Fan hat was kaputt gemacht und hat der. Sonst hatten wir jetzt ein kaputtes Fahrzeug. Nee, ich glaube nicht, oder? Nö, ich Ja. Hey, glaube, es wo ist es passt. hin? Ich hab's weggeräumt. Ja, danke. Ach so, willst du es auch? Okay, Ja? warte. Hallo? So. Ich wusste nicht, dass du es auch Natürlich. zum Spielen haben willst. Natürlich. Das hier ist mega witzig, das Fahrzeug. Das ist so unnötig, aber mega witzig. Jeder Waggon kann mit in ganz viele verschiedene Richtungen drehen. Moment, ich speichere noch schnell. Kann man da einstecken? Da gibt es keine Witze, aber es ist eigentlich nicht so cool. Ach Ist so. witzig, aber es. Ja. Okay. Als nächstes kommt das hier. Aha. Okay. Das sieht ja auch mächtig aus. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier hinten rein. Ah, okay. Warte, ich baue mal eben noch mehr Sitze dahin. Dann wird die Antenne das einklappen und der Antenne nicht mehr, also. Egal. Ist Hauptsache, wir haben Platz. So. Max, geh mal weg. Mach Platz. Okay, gut. Mach Platz. Alleine. So sitze. Ich habe zwar eine Stange vor der Fresse, aber ist ja egal. Ja. Das nenne ich halt einen sehr harten Airbag. Was Jetzt hast du wackelt da einen im durch die Kopf Gegend? drin. Jetzt hast du die Stange im Kopf drin. Ja. Ja, Final Ja. Destination wieder. Ja, aber mach die Badewanne
weg und ach so. Jetzt klappert es ein bisschen hinten. Serbo, willst du mitfahren oder nicht? Da ist noch ein Sitz frei, Serbo. Schau mal, was es bei mir tut. Oh, rein oder? Das Ding krümmt sich voll. Normal. Fährt das auch so krass den Berg hoch? Nee, leider nicht. Aber das hier ist dafür mehr. Aber es ist auch relativ witzig. Ich hab hier einfach da noch so ganz. Liegen wir auf der Seite? Nein. Ah, okay. Alles klar. Ja, wir schau dir die Folge dann an. Liegen ein bisschen auf der Seite. Bei uns leckt es ein bisschen. Sollen die zwei vielleicht rausgehen? Keine Ahnung, ob es da besser ist. Es kann natürlich sein. Max und Servo, geht mal raus. Aber jetzt ist schon ein bisschen übel. Ja, no. Ja, freu mich. Geh mal raus, wir probieren es. Ach du Scheiße. Oh, da kriege ich ja echt Herzinfarkt, ey. Niemand sieht nur Opfer oder bei mir. So, jetzt, ja. Jetzt passt es einigermaßen. Sind wir wieder an einen Baum angelangt? Sehr gut. Ja, mal wieder. Ah, sind sie jetzt raus? Okay. Du magst Militärfahrzeuge? Ja, meistens wird es einfach irgendein Fahrzeug, aber ich mache halt so gerne den. Ich mag halt so gerne schwarz und rot. Und dann ist es bei mir, weil ich Offroader baue, immer aus wie ein Militärfahrzeug. Was ist das an der Seite? Ein Sitz. Das sind die Türen. Ach so. Sehr komische Türen, aber es sind Türen. Kannst du reinkrabbeln. Ist das besser mit der Leg? Ja, ich glaube schon. Schon also mal aktuell. Bleibt ihr mal draußen. Sorry, aber. Das hier habe ich gestern oder vorgestern noch gebaut. Aha. Oh, wir rutschen. Jetzt sieht es zumindest so aus wie bei dir. Ja. Also. Es sieht bei uns beiden gleich aus. Das spricht schon mal dafür, dass es nicht leckt. Ja. Oh, oh. Also, es hat so Füßen und hier oben. Also wieder auf den Steigen. Ach so, aha. Und die besseren halt. Oh. Schön cool, oder? Ja, so wie kämpft sich einfach da hoch. Fahrzeuge, geil. Boah, immer so. Ich weiß nicht, warum. Ich, immer wenn ich irgendwas bauen will, auch wenn ich einen Rennwagen bauen will, kommt da manchmal ein Offroad-Fahrzeug. Ein Offroad-Rennwagen. Offroad-Fahrzeug raus und dann habe ich es aber trotzdem gemacht. Tja. Oh. Ah. Oh, das wird schwierig. Bringt eben weg. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr drauf. Na. So hey, guck mal, diese Schlucht, die haben wir auch mal gehabt. Ja. Da sind wir mit den Quads lang gefahren. Ja. Ihr müsst mal, guck mal von vorne das Auto an. Das sieht so krass aus irgendwie, weil da ist diese durchlässigen Blöcke, also diese Blöcke, ja. Gitterblöcke und die Gläser sehen irgendwie aus wie so, keine Ahnung, wie so Augen irgendwie. Wie ein Käfer sieht das ja, aus. Ja, ich finde auch mit den, vor allem mit diesen Gelenken da vorne sieht das ein bisschen aus wie so es gibt ja so Käfer oder so, die so. Ja, genau, so Hirschkäfermäßig. Ja. Hey, die Facecam ist praktisch, da kann man einfach irgendwas machen und die Leute sehen's. Das ist voll schwer, so eine Radaufhängung zu bauen, die habe ich mir mal auf YouTube angeguckt, wie man sowas baut. Ja, das sieht nett aus, ja. Ja. Federt schön. Ich jetzt immer so meine ganzen Aufbau davor baue ich mit diesen Aufhängungen, weil die einfach mega gut funktionieren. Kannst halt auch gut einstellen. Mhm. Ja. Wollt ihr euch das abspeichern? Oder? Nee, ich finde das andere noch viel cooler. Ich kann gerade nicht aussteigen. Ah, danke. Ich konnte gerade echt nicht aussteigen. Ein Buggy. Oh. Damit das wollen wir einfach mal greifen. Okay. Das ist eine gute Idee. Hey, der sieht ein bisschen aus wie meiner. Mhm, ein bisschen kompakter. Den habe ich dann gar nicht gesehen. Oh, den habe ich ziemlich am Anfang noch gebaut. Hast du ihn noch drin? Wenn ihr mehr Lenkung haben wollt, dann könnt ihr die hintere Lenkung auch die von den Controllern wegmachen und dafür das mit dem Sitz verbinden. Aha. Die können vorne halt so. Boah, das Licht. Die Motorhaube und alles aufmachen. Düsen. So. Hier sind nur solche Licht, diese Timer vorne. Mhm. Und das Licht ist halt mega krass. Das macht ganz schön Bock damit zu
Ja, ich merk's, der federt gut, ja, macht Spaß. Da hab ich wieder die Radarfunktion angebracht. Wo seid ihr hin? Ich drüben. Ich habe nämlich gerade. Oh je, bei mir leckt's wie Sau. Ich hab. Ach, das ist dein Buggy? Das ist Xaux Buggy, ja. Der hat das auch mit den Stangen so gemacht. Oh je. Oh, jetzt liegen die Autos ineinander. Ja. Mit meinem Licht sieht das krass aus, dein Buggy. Schön angeleuchtet. Ui! So, jetzt muss ich auch mal fahren hier. Oh oh! Dong. Bei mir leckt so, ich kann gar nicht gescheit fahren. Bucky, 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 Bucky. Oh. Was macht ihr denn da? Ja, du warst gerade viel weiter drüben. Ach so, kann man ihn runterklappen. Das ist ja cool. Ah. Mhm. Bam, 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 bam. Aha. Oh, ich hab's geschafft, den umzuwerfen. Doch nicht. Schau mal, die Federn bei mir. Auf keinen kannst du das runterfahren vorne. Also probier mal die Knöpfe auszuziehen. Achso, bei mir hab ich's runtergefahren. Ja, auf einen geht das. Also ja, ja. Wuhu! Oh, schade. Uiuiui, warte, ich helf dir. Okay. Hat nicht funktioniert. Oh, leckt das bei mir. Ja, das sieht gemütlich aus. Schau, ich hab doch runtergefahren. Ja, du fährst unten. Oh, oh je. Mach nicht. Ich glaube, mein Auto haut gerade ab. Ja, dein Auto haut gerade ab. Sehr gut. Sehr gut. Super. Nein, perfekt. Ich wusste nicht, dass mein Auto abhaut. Und fliegt genau auf uns zwei drauf. Uns geht gar nichts mehr. Ja, nette Fahrzeug. Jetzt, ja, ciao. Ciao. Wollen wir dann weiter, oder? Ja, machen wir das nächste. Wenn wir durch sind, können wir immer noch damit fahren. Geronimo! Ich fange es. Ich hab's. Oh nein! Ah! Egal. Es kommt wieder. Es kommt garantiert wieder. Runter. Ah, hier. Wer will mit fliegendem Motorrad fahren? Was, fliegenden ich? Hubschrauber? Jetzt nimm ihm doch nicht seine... Oh, der sieht ja geil aus. Nee, warte. Ach so. Oh, okay. Aha. Also, eins ist... Warte mal. Eins macht den Turbo, zwei macht das, also das Rückhalten. Sieht logisch aus. Also guck mal, du kannst theoretisch, also vier macht das, das umtransformieren. Du kannst es aber auch so benutzen, dann ist es auch schneller und blinker. Das sieht ja auch basic aus. Ja. Zack. Zack. Tschüss. Geil. Nicht schlecht. Jetzt kann ich fliegen und ich kann es sogar steuern, dadurch, dass ich das mit der, mit den hoch, runter und der Glitchlenkung habe. Cool. Sieht sehr logisch aus. Aber und cool. Guck dir mal, guck mal mit dem Verbindungstool da drauf. Okay. Oh ja, viele Verbindungen. Das macht keinen Bock, so ein Ding zu bauen. Das sag ich dir. Probier du, genau, probier's mal aus. Wuhu! Ich mach ein Wheelie. Wenn du gedrückt hast, dann dreht, dann ist. Das kannst du auch ganz schnell fahren. Uiuiui. Da fliegen die Verbindungen. Da musst du ein bisschen üben mit Steuern. Ach du Scheiße. Da ist die Wand. Da ist die Wand, die hat mich gerettet. Ja, wo ist er hin? Bitte, wann? Hä, ich sehe ihn nicht mehr. Siehst du ihn noch? Ich sehe ihn noch. Wuhu! Hier lang! Ja, ich versuch's. Nein, ist abgestürzt. Nein, gelandet. Ja. Warte, hier, zieh an den Rest des Motorrads. Ja, ich probier's mal aus. Wie war das? Oh. Naja. Das Problem ist, bei mir leckt so. Ich kann gar nichts machen. Was tut es da, Mann? Oh, ich fahre. Das sieht gut aus. Ja. Dein ein bisschen besser sein können, also, aber... Oh, ist doch schon okay. Ja. Das, was es hermacht, ist eigentlich mehr diese Fenster da. Ja. Ich meine, diese Motorräder bauen ist nicht gerade einfach. Ja. Ich mache Wheelie. Yeah! Party in the house. Bist du Xarok? Ich hab ein Auto weggeräumt, das gerade mich besuchen kommen wollte. Ich bin leicht abgelenkt. Ja, ich mach die weiter. Wo sind wir? Da, ich bin bei Bussi. Ach, da bin ich. Wo bist du?
Alter. Sie hat die Banane gefunden. Alter, hier. Ja, seit am wir sind ja alle Gefangene. Ja, sind wir. Das ist ein Upload-Truck. Ja, komm mal die Türen. Ich gucke die Türen. Oha. Oh, Flügeltüren. Flügeltüren? Flügeltüren. Ja, ich hab mir einfach gedacht, was soll ich mit Türen machen? Ich hätte Bock auf Flügeltüren. Und dann ist das einfach ausgekommen. Jetzt guck mal nach hinten. Nach hinten? Wir gucken hinten. Oh, aha. Klappe geht auf. Oh. Und man kann dann noch mit zwei das auch noch so machen. Achso, so hochziehen dann. Mhm. Ja, das ist ein bisschen schwer, weil man muss da Doppelbiorix immer machen. Mhm, ja. Das muss man immer machen und dann. Das muss halt, ja. Drei ist die Düse da unten. Die guckt aus dem Auspuff raus, weil ich auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Tschi. Vier macht die diese Unterdruckdüse. Dong. War da ein Stein? Da war ein Stein. Ja. Achso. Das ging auf die Gelenke. Ganz so schnell darf man damit nicht in der Kurve sein. Ja, hoher Schwerpunkt, ja. Oh. Ja, das ist halt das Schwere. Deswegen muss man bei so einem Fahrzeug immer möglichst viel Eisen haben. Ja. Hui, ich schaff das. Oha. Das reicht nicht ganz. Und rückwärts. Ja, oh, das ist in den Baum. So spektakulär, das habe ich gestern noch zusammengepickt. Ja. Ja, nicht schlecht. Ich komme nicht mehr raus. Hilfe! Oh. Die Räder wackeln ein bisschen. Ich rette euch! Ja! Ja, bitte! Bitte. So. Ja! Dann machen wir weg. Dann ja, nett. Wir sind leider auch schon am Ende, das gibt's ja nicht. Ja, ja krass, oder? Hast du noch was? Eins können wir noch machen. Das ging jetzt schnell, gell? Ja, das ging schnell. Boah, krass. Oh ja, eine Sache. Können wir noch echt die Welt wechseln? Boah, können wir schon machen. Wieso? Okay, dann machen wir es nochmal ganz schnell. Hä, wo ist das auch hin? So, ich hab nämlich noch ein Hardwork und der geht nicht so gut im Gelände. Aha. Nur dann. So, wir können reinkommen? Ja. Okay. Wir haben so, mal drei Hardworks, weil die wieder mal nur einen Platz haben, einen Schritt haben. Geht am besten bei der linken Tür rein. Mhm. Magic. Aha. Ah, aha. Okay. Ich hab noch ein Ladebildschirm. Jo. Stress dich nicht. Ah. Was machst du denn? Du machst mein Auto kaputt, bevor ich überhaupt losgefahren bin. Oh, Connection failed. Oh. Das war wohl nix. Es sollte eigentlich ein Rennwagen werden, aber dann habe ich doch ein Hotdog gebaut. Ja, das sieht heftig aus. Entschuldigung. Ich diese Flammen an der Seite auf die Seite. Mhm. Und die Runter sind übrigens auch Flammen, wenn du mal drunter guckst. Was? Wo? Unten drunter, unter dem Fahrzeug. Echt? Ja. Was muss ich da drücken? Ach so. Einfach nur, dass es Flammen. Also, ach so, ah, gemalt meinst du. Ah, ja. Cool, ja, stimmt. Ach so. Ah, ich komme nicht rein, aber macht nichts. Was, du kommst nicht rein? Nee, irgendwie nicht. Okay. Den hab ich heute noch gebaut. Ja, der ist cool. Sieht witzig aus, ja. Mit dem Flammen, das hast du gut hingekriegt. Exilin kommt nicht dazu. Sie kommt irgendwie nicht rein. Okay. Ui. Ja. Aber ich sehe es ja. Hui! Oder. Man auf den Drift. Man macht schnell das und dann. Okay. Kommt jetzt die Mücke her? Keine Ahnung. Aber ganz schnell ein, dann ist man zu drin. Was? Was kann. Was soll ich meinen? Ganz schnell fahren und ganz schnell einlenken. Ah ja, ui. Dann du ganz ich könnte sowieso nicht spielen, hier liegt ein Hund.
No. Fast auf meinem Fuß. Yay! Aber mir leckt es zu sehr, sehr dass geil, ich hier vernünftig driften kann. Vorne drauf sind auch witzig. Ja, ja, die sehen cool das aus. Hat was. Doch, die Flammen gefallen mir. Ich hätte es im ersten Moment nicht erkannt, aber jetzt, wo du es gesagt hast, sind es eindeutig Flammen. Definitiv. Das war ein geiler Zusammenschluss. Echt? Ich habe das gar nicht gemerkt. Und sobald mit der Flasche vorne aufeinander gekreist haben und zur Seite weggerannt. Cooles Fahrzeug, also wirklich. Oh, da geht ja noch Schub. Warum mein Auto gerade ausfahren, als ich dich gerade rammen wollte, hat er eine Kurve gemacht. Das weiß ich nicht. Hey, wo ist meins jetzt? Manchmal lenkt sich das Auto von selbst. Das ist echt komisch. Whatever. Whatever. So. Ja, Michela. Oh, ja. Schon zu Ende. Das ging echt schnell. Richtig coole Sachen. Also vor allem diese, die wie man mit den Dingern den Berg hochfahren kann, das ist schon richtig krass. Also, das ist wirklich cool. Also, das habe ich noch nicht hingekriegt, dass meine so hochfahren. Also, das eine Ding ist echt krass. Das ist eigentlich total einfach. Du brauchst einfach nur gute Federung. Du fährst einfach hoch. Ach so. Ach so. Also, um das ist ganz einfach. Hast du gehört? Schreib mal das auf. Ja. Okay. Du kannst ja theoretisch mal noch einfach angucken und dann studieren. Ja. Das ist auch eine Idee, Ich mach jetzt einen Turm aus Rädern. Bis in den Himmel bauen. Ja, bis in den Himmel. Wenn du fertig bist, sagst Bescheid. Ja. Das könnte mal ein Weilchen dauern. Das könnte ein Weilchen dauern. Der Schatten an der Seite wird auch die ganze Zeit größer. Das stimmt, das macht Sinn. Klingt logisch. Ich baue im Schatten. Ja, du baust den Schatten aus. Du trödelst. Schneller als du. Stimmt, ich trödel. Ja, also wir müssen leider aufhören. Der nächste wartet schon. Okay. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du die dir Zeit genommen hast für uns. Und wirklich schöne Sachen weitermachen. Richtig geil. Ich sollte eher dir danken, dass ihr die Zeit für mich genommen habt. Ja, Mai. Wir danken uns gegenseitig. Wir sind alle dankbar und glücklich. Ja, genau. Okay, dann vielen Dank und ciao, ciao. Ja, tschüss. Ciao. Und da sind wir auch schon beim nächsten. Nämlich beim lieben Dorian. Ja, der alias Sipst. Und ich würde sagen, fangen wir mal an. Zeig mir, was du so hast. Zeig mir, was du kannst. Als erstes zeige ich dann den Bus. Den Bus, den okay. Bus. Jetzt bin das ich ist spannend. Irgendwie so Klischee, den Bus. Oh. Alle zeigen den Bus. Ja, der sieht aber gut aus, der schau sieht, mal. Ja, schwarz-gelb. Oh, sogar mit Haltestangen sehe ich schon. Mhm. Ui, ich will einsteigen, ich will einsteigen. Ich will einsteigen. Wo geht's rein? Ich habe hier einen Knopf gesehen. Reinkrabbeln. Tür geht schön auf. Wenn wir fahren. Ich muss erstmal gucken, ich halte mich fest. Oh, das ist ja cool, das ist schick gemacht. Ja, schicke Inneneinrichtung. Auch hier so mit den leichten Vertiefungen. Ja, hier das finde ich eigentlich auch ganz gut. Das gefällt mir. Und Glasdach oben. Ja, aber sieht man da durch? Ja, so, ich glaube, es ist so verdoppelt verglast, kann das sein? Das ist einmal verglast und dann kann man das auch öffnen und so halt. Lüftung. Falls ein Fahrgast gepupst hat. Was machst du da? Achso. Ich weiß nicht. Wieso ist denn die Hupe so wahnsinnig laut? Weil du hupen magst. Fährst du gerade? Nee. Achso. Weil der sieht ja richtig cool auch aus. Ich muss mal auf den Sitz setzen und mal von oben gucken. Achso. Ja. Ja, der sieht echt schick aus. Ja, der hat was. Ach, so gehen die auf. Das sieht ja cool aus. Ah. Mhm. Ah, da ist ein Seitenrad auf. Das Fach aufgemacht. Fach? Da sind Gurken an den Seiten. Verlier die Gurkenfracht nicht. Das sind wahrscheinlich Koffer oder so. Das ist ein Reisebus und die Leute nehmen halt Gurken mit in den Urlaub. Ja, genau. Gurken sind immer wichtig. Gurken sind wichtig. Ja, Gurken sind wichtig. Ja, das ist ja richtig cool. Ja, der ist wirklich schön. Ja, definitiv. Scheint sich auch gut zu fahren. Aber Seitenspiegel hat er nicht. Ja, mei. Meine Autos haben auch nie Seitenspiegel. Stimmt. Weil das Schöne ist, man kann ja so rückwärts gucken. Brauchen wir ja keine Seitenspiegel. Ja, wieder wahr. So. Dude. Passt. Ich will auch mal fahren. Da oben ist auch eine Anzeigetafel, oder? Ich hänge irgendwie so ein bisschen fest.
Dong, ja, hast du das gehört? Nee, was? Dong hat's gemacht. Ich glaube, ich habe mir den Kopf angehauen. Oh, ich bin rausgefallen. Jetzt stehe ich in der Wüste. Das ist geil. Guck mal, mit dem kann man sogar driften, ey. Die Tür ist offen. Guck mal, der hält den Drift bis zur Unendlichkeit. Schau mal. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ist ich bin das geil. In der Fahrt, ey. Während der Fahrt. Während der Fahrt bist du reingesprungen. Ja. So ist das Busfahren heute. Nicht mehr anhalten. Wir müssen alle Zeit sparen. Das ist wie so ein, wie heißen die, Paternoster, diese Aufzüge, die nicht anhalten. Ja, genau. Das ist ein Paternoster-Bus. So wie in San Francisco, oder? Die halten auch nicht so wirklich, oder? Die Trambahn, das kann sein. Ich weiß nicht. War ich noch nie. Guck mal, wie schön der die Spur hält. Guck mal. Alter Schwede. Das ist nicht zum Donutfahren gedacht. Ja, aber guck mal, der wäre jetzt. Würde es hier Streifen geben? Das wäre der perfekte Streifen, den ich hier ziehen würde. Was denn? Nix. Ich liebe Streifen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den nächsten, oder? Also wirklich ein sau schöner Bus, also wirklich sau cool gemacht. Ja, ich jetzt ja nicht rausgekommen. Ja, ich warte, ich ach, die Tür weg. Ist zu! Okay, ich bin rausgepackt. Ich hab das Glas nicht gesehen durch die Scheibe da hinten. Ich dachte, wäre offen. Dann setze ich mal einen kleinen Monster-Truck. Der ist jetzt nicht gerade das Beste, aber... Oh, ein Mini-Monster-Truck. Hm? Ui. Der sieht ja freaky aus. Der sieht echt geil. Freaky aus. Etwas anders. Seite. Hier mit dem ersten Knopf halt so was... Also, das ist jetzt halt so die... Das öffnen, okay. Und dann halt so eine Treppe rausfahren. Ah. Oh, das war bestimmt auch nicht einfach. Nein, die sieht ja lustig aus. Juhu! Yippie! Oh, nicht geschafft. Yippie! Fahr los, fahr los, fahr los, fahr, gib Gas! Ah, oh, so schnell ist er nicht. Okay, bleib stehen. Eins. Ja, toll, jetzt machst du die Treppe wieder hoch. Klappt sich an der Seite hier innen auch noch was. Mhm. Alle einsteigen, bitte. Okay, du kannst losfahren. Ja, warte. Okay, Dach muss auf sein. Aha, so machen wir das jetzt da rein. Ah. Aha, dann hängt es hier so schräg. Mach wieder auf. Lass einfach offen am besten. Du musst die Klappen auch wieder aufmachen. Das sieht doch ganz gut aus so. So, dann fahren wir mal. Boah, der ist aber nicht sehr schnell. Ei, ei, ei. Der darf nicht schnell sein, sonst kippt der um. Der hat halt die Kraft in der Langsamkeit. Das ist wichtig. Das war wirklich nicht schnell. Lenk mal. Oh, wow. Oha. So. Da hätte ich... Oh. Ach, oh, Scheiße, ich hab Angst. Hui. Aus diesem Grund darf er halt nicht. Ja. Das erklärt einiges. Oh mein Gott. Jetzt hat sich das Ding hinten ausgeklappt vor lauter Angst. Ist das geil. Fahr mal richtig, gib mal richtig Gas. Gib mal richtig Gas. Gib schon Gas! Ja, warte mal so. Und wenn es nur 2 km/h sind, gib einfach Gas. Steig bitte auf den Fahrersitz. Okay. So, ich geb Gas. Gibt's hier noch irgendwo einen Sitz? Ich will Spaß. Ja, jetzt gib mal richtig Gas. Ja, ich versuch's. Oh, du. Boah, ist das krass. Ey, da würde ich seekrank werden. Aber es ist irgendwie geil. Er ist stabil, guck mal. Obwohl der so extrem wackelt und man denkt, der kippt um, der bleibt stehen. Schau mal. Der kippt nicht um. Ich krieg den einfach nicht zum Umfallen. Angst. Schau mal hier. Ich bring den. Jetzt hätte ich es fast geschafft, oder? Ich krieg den nicht zum Fallen. Guck mal, mein Maskottchen ist wieder da. Warte. So, jetzt, oder? Ja! Nein, das wird nichts. So, jetzt, pass auf. Nein, wird nichts. Oh, ist das anstrengend. Das Ding ist echt lustig. Sieht echt freaky aus. Ja, es sieht anders aus, aber es ist irgendwie geil. Vor allem das Lenken finde ich geil. So ja. Du schaffst es. Nein, du schaffst es nicht. Doch. Jetzt. Ja, guck mal, er geht hinten voll in die Knie. Pass auf. Oh, irgendwas ist kaputt gegangen. Ja, das Ding hinten. Das Rad hinten. Das fand das jetzt nicht so lustig. Nee, die Rampe da hat, glaube ich, gehalten. Warte, dann machen wir das mal so. Ich sitze hier im Weg, wenn man das so machen will. Nee, das ist okay so, glaube ich. Warte. So, wir beschleunigen. Wir beschleunigen. Und ja! Platsch! Geschafft! Jetzt. Geil! Wer hätte gedacht, dass das so Spaß macht? Jetzt kann man durchs Dach aussteigen, wie praktisch. Cool. Was, er hat nachgeholfen. Honigkuchen, Pups. Hast du dich auf eine Seite gelehnt oder hast du gepupst? Was? Dann habe ich hier noch einen kleinen Buggy. Buggy, okay. Für eine Person, den setze ich dann einfach. Oh, der sieht auch gut aus. Das war am schnellsten.
Mit 3 gibt's noch einen Boost. Hm. 1. Au. Ach, Türen. Ah, cool. Das ist sehr witzig. Ja. Warte hier, das will ich Honigkuchen. 2. Achso, das ist die Hupe. 3. Yeah! Oh. Der Boost ist ein bisschen heftig. Ja, das Auto wiegt nichts. Das hat einfach gar kein Gewicht. Da muss man vorsichtig. Nee, da darf man gar nicht lenken. Aber es stellt sich wieder hin. Nein. Wenn du dich überschlägst, steht er dann wieder hin. Oder? Ich hebe ab. Ich hebe ab. Crash-Test. Ich fahr auf dem Kopf weiter, geil. Sowas liebe ich ja. Was wäre, wenn die Räder anders darum gekippt wären? Also Das Ding ist witzig. Durch das die Düsen geil, ja? Kommt man immer irgendwie weiter vom Fleck. Man kommt halt nie an ein Ziel. Man sollte sich kein Ziel aussuchen. Aber es ist immer Spaß. Ich liebe da sowas, wenn es durch die Gegend fliegt. Schnell ist und rumfliegt. Also fährt er nicht. Oder? Sieht aber auch lustig aus. Ich habe überlegt, ob der so dann so anfängt zu kippen. So kippt der nicht so. Das ist ja geil. Aber der ist schon heftig. Geil. Ich fahre schon gar nicht mehr. Ich mache einfach gar nichts mehr. Aber das ist lustig. Und dann fährt er mal wieder ein Stück. Und dann fliegt er. Dann macht er einen Loop. Juhu. Geil. Geil. Das Ding macht Spaß. Bam. Aber der landet immer auf seinen vier Pfoten. Also wirklich wie so eine Katze. Ja, eine fliegende Katze. Yay. Hammermäßig. Aber das Gute ist, selbst wenn es auf dem Dach landet, durch die Düsen fährt es fliegt es weiter. Trotzdem weiter, ja. Und irgendwann dreht sich's wieder und dann stehst du wieder. Ja, musst halt dann nur rechtzeitig ausmachen. Ich war auf der Seite. Das Ding gefällt mir. Meinst du, macht Breakdance? Ich weiß schon gar nicht, wo ich bin. Ich habe euch verloren. Cool. Oh, 3 aus. Oh, jetzt habe ich mich natürlich genau auf den Kopf überschlagen. Jetzt müssen wir uns irgendwie wiederfinden. Ja. Ich bin hier. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Das ist schon mal das Wichtigste. ich sehe euch, glaube ich. Jetzt musst du nur noch... Stell dich auf. Lustig. Ja, witziges Teil. Okay, das war verkehrt rum. Was machst du da? Hast geschafft. So, jetzt fahr ich's mal ohne Düsen. Das sieht ja echt lustig aus mit den schrägen Rädern. Was? Da fährt's davon. Ja! Achso. Der ist weg. Es kommt doch schon wieder. Fium! Wo bist du denn? Ich komm doch schon. Achso, du tuckerst ganz gemütlich, damit ja, nichts passiert, sonst, oder? Ja, sonst kriege ich doch das nie. Warte, und jetzt... Ich fang dich. Oh, doch nicht. Ich bin wieder ein bisschen zu schnell. Ich bin schon da. Das Ding ist cool, das gefällt mir. Juhu. Hast du noch was? Ja, stimmt. Ja. Ey, wer hebt meinen Arsch in die Luft? Der geht immer in die Luft. Was? Da ist Helium drin. Warum ist der? Keine Ahnung, warum aber. Ein bisschen länger am Anfang. Da fällt mir dieses Bild ein. Stell dir vor, der Arsch wäre nicht mit dem Backen so, sondern so also übereinander. So wenn du dann die Treppe runterläufst, watsch. Wer will fahren? Ich. So. Oh, das ist ja ein richtiges Dickschiff. Kann ich da mit einsteigen? Also nach hinten. Wow. Oh, guck mal, die Stützen für den Motorhaube. Ja. Hey, das erinnert mich ein bisschen so an so ein Dodge vorne mit dem Kühlgrill. Kühlgrill. Aber ich sehe ja irgendwie an allen ein Dodge. Oh, ich kann meine Tür zumachen. Das ist gut. Ja. Das mag ich, wenn ich als Beifahrer meine Tür zumachen kann. Das ist super. Hey, geht da das Dach mit auf? Ja, damit du besser aussteigen kannst. Ach so. Ah, ja, okay. Licht. Hupe. Blinker. Ui, Warnblinker. Cool. Okay, wo ist er? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Er ist verschwunden. Der andere. Egal. Ach, Honigkuchenpups. Oh, bei mir spinnen die Räder ein bisschen. Ja, bei mir auch ein bisschen. Aber nur ganz. Aber der hat Zwillingsbereifung vorne und hinten, so also so Breitreifen. Interessante Idee. Ich habe gerade irgendwas fliegen gesehen. Bei mir steht Honigkuchenpups hier auf dem Bildschirm und egal wo ich hinschaue, steht immer an der gleichen Stelle. Ja. Oh, das bin ich. Ist es bei dir auch so mit den Reifen?
Okay. Jetzt wartest der Reifen ganz weg. Was ist da los? Oh! Was ist da los? Liegt es bei euch auch auf der Seite des Autos jetzt? Ja. Okay. Gut. Aber du bist doch nur gerade ausgefahren. Wie funktioniert das? Ich weiß jetzt? Es auch nicht. Guck mal, das eine reift down. Das dreht sich voll. Ich liebe diesen Bug. Den sollen sie niemals fixen. Der ist so lustig. Der macht Laune. Interessant. Ah, du hast dazwischen nochmal ein Bearing hingesetzt. Das hättest du sogar gar nicht machen müssen. Das wäre auch so gegangen. Aber das ist nicht der Grund, warum das so rumspinnt. Keine Ahnung, das ist einfach nur ein Anzeigebug. Ja. Der ist so lustig. Hey, ich sitze ja noch im Auto. Oh, jetzt nicht mehr. Cool. Witziges Auto, ja? Ja, sieht schick aus. Vor allem die Front finde ich interessant. Ja, mit dem Nein, Zoom. Konnte ich nicht mehr so viel machen, weil ich keine Idee mehr hatte. Mhm. Warum, sage ich jetzt mal. Cool, ja. Dann habe ich noch mein Pickup hättest du draus machen können. Was ich dann noch mal lackiert habe. Also was ist das Auto? Und da habe ich noch ein paar Sensoren dran gebaut. Ah, damit es nicht umkippt, oder? Juhu! Nein, das kippt allgemein nicht um. Ich habe das also gesehen. Hier ist noch eins für dich, Sarah. Oh, okay. Celine ist umgekippt. Nein, du hast mich umgeworfen. Nein, du bist umgekippt. Nein, ich habe ein Beweisvideo. An irgendwas erinnert mich das. Ich glaube auch ein bisschen an deinen Buggy. Wenn es dann so runterklappt und der so. Der kann nicht so schnell fahren, damit der nicht so... Ja. Ja. Oh, witzig. Cool. Voll lang und dünn. So ein Duplo-Auto. Also das wäre das richtige Motorrad für Omis. Die längste fahrbare Praline der Welt. Fahrbare Praline. Ja, warum auch nicht? Juhu! Yeah! Das kann man jetzt so in so Formen stellen. Ja, stimmt. Oder Bolognese fahren. Bolognese. Bolognese vor allem. Bominese. Ominöse Bolognese. Oh. Da fährt ein Auto. Ich bin umgefallen. Was wird das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Bei mir backe ich gerade in euch drinne. Nee, das ist glaube ich tatsächlich so. Ey, ich fahr auf der Seite. Ja, auch nicht schlecht. Juhu. Warte, ich versuch dich gerade zu... Nein, geh weg. Geh weg, ich mag das. Ist mir egal. Ich mag's aber nicht. Ich mag das. Ich muss da wieder deine Klamotten waschen. Ach so, ein Blödsinn. Ist nur mein... Oh, hat nicht funktioniert. Gaga. Ja, ist ja lustig. Juhu, in die Richtung. Mal was Gemütlicheres nach dem aufregenden Fahrstil von dem Fahrzeug. Frag mich gerade, was das da hinten für ein Fahrzeug ist. Das ist wahrscheinlich von Honigkuchenpups. Ich glaub, ja. Der ist da vorhin gefahren. Wow, was? Schau, es fährt auch auf der Seite, das Ding. Ja, seltsamerweise. Mir gefällt's, yay. Okay, hast du noch was? Ja. Sehr gut. Da habe ich damit, versucht, eine Hebebühne zu bauen. Wenn man die halt hochhebt, dann backt die ab und zu mal ein bisschen. Warte, ich mach da drunter noch mal einen Stützen, damit das gleich nicht laggt beim... Ja, ist gut. Also ich kann auch hier so, zack. Ich habe einen Lift gestellt. Ich habe ein kleines Testauto dafür gebaut, aber das habe ich nicht designt und so. Das macht nichts. Haha, Honig. Nein. Sollen wir es anschweißen? Können Sie ja anschweißen, warte. Ja, ich glaube anschweißen wäre besser. Schweißen. Ich liebe es zu schweißen. Du hast schon gemacht. Ein bisschen Nicht so. Ja, ich hab's gerade gemerkt. So, oder? Ich glaube. So. Da, da, da. Ich will gleich einmal das. Also, was? Ach, eine Hebebühne wolltest du bauen? Ah, so, so TÜV-Prüfstand-mäßig. Hast du ein Fahrzeug? Also du hast ein Fahrzeug, ne? Ja, aber das habe ich halt nicht designt. Boah, das macht ja nichts. Zum Testen und zum Gucken. Haha, das sieht süß aus. Hey, das Dach ist interessant. Mhm. Mit der langen Schräge. Das ist eine gute Idee. Stimmt. Aha. Kann das Testauto mal eben drauf? Ja. Da fährt er zum TÜV. Machen wir jetzt mal TÜV-Prüfung. Ob der TÜV kriegt, weiß ich nicht. Ja, also ich sehe ja schon mal hier Lampen, ne? Also, wir sind ja nicht so. Wo fährt der hin? Ich bin auch nicht er ist so einfach weitergefahren, weil er gedacht hat, ach, den TÜV kriege ich eh nicht, also. Was ist denn los? Was ist passiert? Bei mir bin ich noch auf der... Okay. So.
So, also, lieber Dorian, also es fehlen hier mal eindeutig die Lampen, ne? Also, so können wir sie nicht auf die Straße lassen. Hinten fällt natürlich auch Licht, ne? Das biegt sich leicht durch. Es ist... Ah, Honigkuh, Pup, sauer. Ist das so gewollt, dass sich das so durchbiegt? Jetzt, Ich glaube, das kommt jetzt auch wegen dem Multiplayer, weil vorher habe ich das noch im Singleplayer getestet und da ging es noch ein. Okay. Oh, was passiert denn jetzt? Und den Kuchenpups hat's kaputt gemacht. Ja, ich glaube auch. Aber an sich, man erkennt ja das Prinzip und so. Ich finde die Halle richtig cool. Mhm. Völlig unwichtig, dass da eine Hebebühne drin ist. Die Halle die finde ich cool. Auch gut, aber ich mag die Halle. Muss ich schon sagen. Ich mag das Auto. Hat was von einem sehr breiten Go-Kart. Ja, das stimmt. Also eigentlich sollen die Platten gerade sein, oder? Ja, eigentlich sind die gerade. Mhm. Wieso schweißt du die nicht miteinander an? Sag mal, wenn man die... Kannst du die nur mal auf den Lift stellen? Die Hebebühne kann ich jetzt nicht mehr auf den Lift stellen, weil die ja jetzt angeschweißt ist. Nein. Hol mal deine... Du hast die ja noch im Lift drin, oder? Also das meinst du. Genau. Ja. Würde mich mal jetzt interessieren. Hallo, ich hänge hier oben. Jo, mach Hallo? Doch nichts. Da sieht gut aus da oben. Hallo? Bleib ruhig da. Ah, danke. Oh, das Ding fährt davon. Stopp, halt. Okay. Abdiften. Naja, was auch immer. Ey, es fährt schon wieder davon. Ich hab doch angehalten. Wenn wir die zwei Platten miteinander verbinden, müsste es eigentlich besser gehen, oder? Jetzt ist es eine Platte. Probieren wir es mal aus. Weil die Einstellungen waren echt gut, genau. Du machst das einfach als eine Platte, würde ich sagen. Oder? Ich komme! Dann könnt ihr testen. Ich glaube, das müsste auch funktionieren. Jo. Ich glaube, dann würde es auch gerade hochfahren. Genau, richtig, weil... Ja. Das Prinzip, wie du es gebaut hast, ist richtig cool. Also, das ist wirklich klasse. Das Problem ist, glaube ich, dass auch wenn du schwerere Fahrzeuge hast, dass sie das dann nicht mehr schaffen. Und mit einer Platte, dann zieht er das auf... Hast du 4 Bearings auf jeder Seite? Das ist schon cool dann, ja. Jede von den Stangen, die hochfahren, hat einen. Ach so, okay, gut. Warte, wir können es ja mal anschweißen. Jetzt war ich gerade so perfekt. Ach, hast du angeschweißt nochmal? Nee, das war ich nicht. Ah, okay. Manu. Oh, warte, ich helfe dir. So. Juhu. Xilin will zum TÜV. Ja, ich will zum TÜV. Ja. Ich krieg auch TÜV, wetten? Jetzt kriegst du auch TÜV. Hauptsache Licht. Genau. So. Gurt hast du auch, also schon nicht verkehrt, ne? Echt ein Gurt? Wo denn? Ja, auf dem Sitz auf jeden Fall ein Gurt aufgemalt, den benutzt man nur nie. Stimmt. Wer so, fährt mich jetzt hoch? Der Assistent, Lehrling, Praktikant soll mal hochfahren. Juhu. Yay! Ja. Jetzt guck mal drunter, Xaro. Ja, ich guck mal drunter. Und wie findest du meinen Unterboden? Ja, ausgezeichnet. Na, vielen Dank. Wieso fährt es denn jetzt? Mann? Ich wollte es eigentlich reparieren. So. what? Pfiff hat Lex. Das sind zwei Teile. Mein Auto ist komplett geprüft. Jetzt ist geprüft. Nein, er hat es kaputt geprüft. Er hat es kaputt geprüft. Ja, das kann man auch machen. Guck mal, da liegt ein Hund auf dem Tisch. Ja, und wieso so sieht die leider so schlecht? Warte. Ach herrje. So. Entfernen wir die beiden Stücke von dem Auto. Da sieht man ja viel. Da hinten. Oh, wie süß. Da ist der Hund. Und da ist Subsets Stift. Stimmt. Liegt immer hier. Immer in Reichweite. Hallo Amy. Komm mal, hör mal so hier. Hier so sieht's aus, wenn wir aufnehmen. Chaos pur auf dem Tisch. Chaos pur. Licht! Oh, sehr viel Licht. So, okay, zurück zum Geschehen. Hier hat jeder noch einen kleinen Rennwagen. Was, Rennwagen? Oh, Rennwagen ist gut. Ich mag. Aber da gibt es ja keine Tasten auf. Der ist ja süß. Oh, die sind ja cool. Apropos, die Zeit ist um. Ah, okay. Aber meist der süß. Oh, mit Spoiler. Oh, die fährt sich aber gut, Junge. Die? Das sind ja mehrere. Achso. Dann musst du aber sagen, hey, das sind ja richtige kleine Flitzer hier. Die wären ja was für unsere Guckertstrecke. Ja! Das sieht ja auch voll süß aus.
Mit dem Spoiler. Ey, das ist ja geil. So ein, ich bin ein großer Sportwagen. Ja. Jawohl. Ach, das Spoiler hinten, das hat was. Ja. Ich fahre mit dem jetzt mal zum TÜV. Okay, ich komme nicht hoch, TÜV bestanden. Nee, der passt da wirklich nicht. Oh, ist das Ding süß. Da fehlt was. Was fehlt? Was fehlt? Licht, eine Hupe. Eine Hupe? Ein Auspuff. Klopapier. Wieso macht man nie einen Auspuff an ein Auto? Schau mal, das ging ja eigentlich auch voll einfach. Manchmal, also an meinem Go-Kart ist ein Auspuff dran. Echt? Das habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Und der ist sehr fett. Der ist so fett wie vom LKW. Ich eigentlich sagen, voll unlogisch. Der wäre jetzt ein bisschen groß wahrscheinlich hier so. Mm, die sind cool. So, ich habe jetzt einen Auspuff. Ja. Wieso? Passt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Oder ich mache zwei dran. Zum Go-Kart-Event müssten wir eigentlich auch endlich mal wieder machen. Ja, es hat sich ja schon mal jemand gewünscht, dass wir mal wieder Go-Kart-Rennstrecke bauen. Das Problem ist halt immer, dass es dann wahrscheinlich wieder laggen wird. Ja. Aber probieren könnte man es, vielleicht so mit zwei Leuten oder so. Weil zwei geht meistens, das funktioniert meistens dann noch. Bei mir laggt es gerade ein bisschen sehr doll. Oh je. Ich war nur 5 Meter gefahren und dann bin ich auf einmal 100 Meter weiter weggespawnt. Stimmt, da ganz hinten bist du irgendwo. Ich wollte schon fragen, wo ist der eigentlich? Fährst du rückwärts? Ja, jetzt gerade schon. Ach, kann man rückwärts auch so schnell fahren? Hey, ich glaube, rückwärts fährt er sich besser als vorwärts. Nein, Spaß. Wow. Aber der fährt sich interessant rückwärts. Oh, ach so. Das ist ja geil. Oh, oh. You're playing the game wrong. Oh je, wo bin ich? Hä, was machst du denn? Ich weiß nicht, das hat Honigkuchenpups vorhin mal gespawnt. Oh, wie weit sind wir eigentlich schon? Also wie viel haben wir denn schon? 24 Minuten. Ah, oh, mein Gott, ich überziehe jetzt. Das wird wieder eine sehr lange Folge. Ja, wird wieder eine lange Folge. Ja, also wirklich sehr coole Sachen. Ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, du hast alles gezeigt, was du zeigen wolltest. Oder hast du noch was du unbedingt zeigen möchtest? Ich habe noch eine Sache. Okay, dann machen wir das auch noch. Aber ich bin doch gar nicht mehr da. Ich bin doch schon weg. Da musst du herfinden. Eine kleine Rakete. Oh ja, das sieht wirklich lustig aus. Oh, der hat sogar 4 Sitze. Du musst irgendwie herkommen, Xelin. Da ist ein Auto oder so. Ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Und steuern kann ich das Ding auch nicht. Warte mal, letztes Mal hat es sehr cool funktioniert. Da habe ich meine Rakete hingestellt. Aha. Und die dann hochgefahren. Und von aus der Ferne konnte man gut erkennen, wo die ist. Aha. So. Jetzt ein bisschen komisch. Meine könnte Uhr. Das Auto benutzen. Perfekt. Die Klospülung. warte. Ich nehme schnell das Auto und dann suche ich nach deiner Rakete. So, Wollte ich schön hoch? Ich suche. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich stehe an der Wand. Du schaffst es! Ich war gerade in der Rakete. Ich sehe leider auch. Ich setze mich nochmal eben neu. Egal, schau dir Problem. Das Auto schon mal an. Ich das Auto ist kein Auto. Achso, oh. Entschuldigung. Das ist eine Rakete. Was? Er hat eine Rakete. Ach so. Das war mir jetzt nicht klar, weil du ja auch eine Rakete gestellt hast. Ja, weil die so schön hoch ist. Deswegen habe ich das. Hast du sie jetzt weggebaut? Jetzt habe ich sie weggebaut. Dann kann ich sie ja nicht mehr finden. Okay. Ja, das sind ja Häuser. Ich schaue bei dir zu. Okay. Ich muss mal ganz kurz hier aus der Rakete raus. Ich bugge hier gerade ein bisschen. Okay, warte. Ich helfe dir. Den ich mal auf den Lift setze. Ja. So. Ja. Weißt du, was, wenn einer von euch fährt? Nee, egal wer. Was ist der Fahrersitz oben? Hier, ich habe 2 Knöpfe. Der 1 richtest du den erst auf und falls du halt rüber geflogen bist, nochmal mit der 2 zurück. Ah. Dann halt mit W halt Gas. Das ist ja witzig. Aha, dann stellst du dich auf, oder was? Das ist ja eine geile Idee. Dann ist gleich einfach mit W. Okay. Geronimo! Hey, man könnte sogar dann so schräg machen. Oh, ich mache einfach mal ein Looping. Ups. Oh, das hat jetzt nicht so ganz hingehaut. Upsa. Warte, wir machen nochmal. Oh, jetzt bin ich irgendwo komisches. Hallo? Hallo? Ich setze ihn auf den Lift, wenn ich jetzt... Ja, ich bin... Ah, wir sind gerettet. Sehr gut.
Okay, probieren wir nochmal. Das ist eine interessante Idee mit dem Aufstellen. Oh. Oh, wieder umgekippt. Oh, da steht Knopf ist nicht angeschlossen. Warte, ich setze die Rakete am besten nochmal neu dann und. Ja. Jetzt packe ich wieder drin. Oh. Ich dachte, ich habe euch gefunden, aber hier ist nur noch so ein Auto. So. Okay. Ja, die Rakete ist auch ein bisschen kaputt, wie man. Ja, wir nehmen sie immer mehr auseinander, gell? Scheiße, jetzt bin ich wieder irgendwo. Ah. Ich delete, wie wir machen nochmal. Ja, das ist eine Idee. Oh, Xenon ist fast da. Sie hat es echt geschafft. Dann kann sie doch noch mitfahren. So, okay. Ich versuche mal aufzustellen. Ready for takeoff. Start bei 10. 9. 8. 5. 4. 1. 0. Start! Ey, das ist auch geil, wie der Staub so aufwirbelt. So. Kraft aufbauen und los geht's! Aber guck mal, wie geil die hochgeht. Also richtig gerade. Yay! Damit die gerade hochgeht, muss ich auch noch die zwei Sitze unten bauen. Ah. Hätte es nicht funktioniert. Ja, damit es schön ausgeglichen ist. Oh, ich war schon lange nicht mal am Himmel. Stimmt. Boah. Aber irgendwie gruselig, wenn man außen an der Rakete sitzt. Ja, stimmt. Ganz schön luftig hier. Wie wir uns auch so festhalten. So. Los, nicht loslassen. Bam! Und da sind wir oben. Wo war da das Ende? Ja. Ja, guck mal, cool. Wir kleben an der Decke. So, jetzt könnte man an die Rakete anfangen, drum rumzubauen. Echt? Naja. Ich springe jetzt runter. Solange einer im Fahrersitz bleibt. Ja, ich halt wie gedrückt. Ich springe jetzt. So, jetzt. Oh, ich stehe oben. Ah, du bist runtergefallen. Ja. Nein, ich bin runtergesprungen. Wie geil. Oh, wo wohl der Boden ist? Ja, warte, ich bin drauf. Cool. Aber er wird dann wahrscheinlich schwerer. Irgendwann geht's dann wahrscheinlich nicht mehr. Oh, da unten kommt der Boden. Oh je. Warte, ich versuche jetzt mal, hier ein paar Blöcke zu setzen und mal gucken, ob jetzt Gleichgewicht verloren wird. Bäm. Oh, das hat aber gedauert. Ja. Fast eine Minute bist du gefallen. Kommt, springt doch auch mal runter, das ist lustig. Ja, machen wir gleich. Wir probieren nur noch was aus. Achso, ihr bauen könnt. Ich kann bauen, aber ab und zu fliege ich mal von dort nach dort. Also nicht bewegen. Himmelhaus. Da muss man ab und zu Thruster dran setzen, damit man das Gewicht ausgleicht, dass es schwerer wird. Weil irgendwann wird es ihn runterziehen. Oh, und weg ist er. Hüpf auf. Nein. Okay. Spring. Ich hol dich ein. Sehr seltsam, dass schwere Dinge langsamer fallen als leichte Sachen. Aber wir müssen echt schwer sein. Und dieses Geräusch so. Ich bin schneller unten. Ja, ich glaube auch. Die Rakete hängt jetzt für immer da oben. Ah, die kommt auch noch. Die kommt. Fällt jetzt, die oder jetzt glaube ich, kriegt sie langsam Geschwindigkeit. Muss nach oh, wie lange das dauert. Oh, jetzt leckt sie auch. Vor allem, ich bin noch mal so gedutzt. Wie so ein Gummiball. Warum leckt es denn jetzt so? Ich weiß nicht. Honigkuchen? fun. Toll. Bam. Achtung. Guck mal, man sieht die Rakete. Doch, da kommt sie. Boah, das wird heftig, wenn die jetzt aufschlägt. Es dauert. Ich habe ja gar keine Uhr. Hast du einen Stift? Ich mal mir jetzt. Oh, da kommt sie. Ich weiß nur, warum die so lange braucht. Ja, schon, gell? Fam! Es steht wie eine 1 da! Das kann man... Leute, das ist ja unglaublich! Da steht wie eine 1 da! Wie wir gestartet sind, wie wir oben angekommen sind. Das ist doch unfassbar, da oder? Unglaublich, wie eine 1. Gleichgewicht verliert und dann... trotzdem noch. Unglaublich! Obwohl er da was dran gebaut hat. Schau mal, er hat da was dran gebaut, was ist echt eigentlich... geil, oder? So, ja, vielen Dank, gell?
Dorian, hat echt Spaß gemacht. War wieder mal ein richtig schöner, netter Abend. Und ja, bau auf jeden Fall weiter. Das sind coole Sachen, du hast geile Ideen. Und ja, dann sehen wir uns bestimmt irgendwann wieder, ja? Ja. Okay. Bestimmt, bestimmt. Dann, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.